Relax. Hi Leute, ich bin Ava, willkommen bei Alles Ava. Heute feiere ich meinen 11. Geburtstag und nehme euch wieder mit. Ich denke schon, seit ich 6 bin, feiere ich immer meinen Geburtstag mit euch. Das finde ich schon richtig cool. Und ich würde sagen, ich vlog heute einfach so ein bisschen mit. Und übrigens, heute kommen auch Aaron Scott und meine Tante und Onkel. Das finde ich auch richtig cool. Was ich jetzt erstmal geplant habe, was ich machen will, ist... Ich will nochmal ein Reel machen, da hatte ich nochmal eine coole Idee, wie ich so eine kleine Transition mache von so meinem irgendwie Chill-Outfit in was ich dann nochmal alles anziehen will. Aber ich muss mich wie gesagt selber beeilen, weil meine Cousine und Cousin, Tante und Onkel kommen schon bald und ich zeige euch dann nochmal ein bisschen Deko, die wir schon aufgestellt haben. Wir stellen noch mehr auf, aber ich zeige euch erstmal, was wir schon mal gemacht haben. Und ihr zwei kommt mit. Von denen haben wir übrigens nochmal zwei andere genommen, weil, ihr wisst doch, ich liebe Faultiere. Ich wollte einen Aaron Scott lieben, die auch immer. Deswegen haben wir einfach jetzt drei mitgenommen. Wie schön elegant. Ich werde jetzt erstmal die Deko zeigen. Hier drüben steht dann immer so Happy Birthday. Die drei Faultiere. Finde ich ganz süß. Die hatten wir auch letztes Jahr da. Also natürlich haben wir sie wieder mitgenommen. Da ist unsere kleine Vivi. Wieder ganz müde. Und dann hier nochmal... Diese Ballons, die habe ich schon ganz oft auf Pinterest gesehen. Ich wollte doch irgend so ein bisschen Inspo gucken und da habe ich das gesehen. Und ich dachte, das ist so wunderschön. Nochmal Dankeschön an meinen Papa, der das alles aufgepustet hat. Dankeschön. Danke. Hier drüben ist der Kuchen, da steht dann nochmal 11. Da drüben nochmal 100 Challenges Buch und Backbuch. Findet ihr überall im Handel. Und auch auf meiner Webseite www.alleselber.shop. Und wir haben dann noch ein paar Donuts, weil wir wissen nicht ganz genau, ob Aaron und Scott den Kuchen mögen. Also haben wir dann einfach noch mal ein paar Donuts mitgenommen. Aber ich liebe immer diesen Kuchen. Ich habe jetzt ein richtig cooles Reel gefunden, habe jetzt schon alles aufgebaut. Hätte es fast falsch gedreht, aber ist mir nochmal eingefallen. Also gehen wir jetzt nochmal hoch und holen mein Outfit. Hier ist jetzt das Outfit, was ich ausgesucht habe. Ich werde es euch noch nicht zeigen, das seht ihr dann später. Und das ist das Outfit, was ich eigentlich nehmen wollte. Das war so ein Kleid darunter, wollte ich nur mal so ein T-Shirt anziehen. Aber es passt mir nicht. Also Leute, seid nicht traurig, wenn euch irgendwas zu groß oder zu klein ist. Ganz oft ist es einfach ganz komisch geschnitten. Und jetzt mache ich erstmal das Reel. So, bin ich jetzt bereit. Kamera an. Meine Kamera vor, da drüben hat gerade den Sound. Wie wir es immer machen, und wir recorden es in der Kamera und legen es dann den Sound einfach übers Video. Normalerweise ist dann die Videoqualität einfach viel, viel besser. So, dann mache ich jetzt mal hier den Sound an. Und du hast sogar Publikum, schau mal. Also. So sieht jetzt das fertige Outfit aus. Ich fand, das sieht richtig cool aus. Aber natürlich ziehe ich zu Hause keine Brille oder so Schuhe an. Aber trotzdem, ich dachte, es sieht richtig cool aus. Meine Brille ziehe ich dann gleich nochmal an, weil ich will jetzt nochmal einen kleinen Insta-Post machen. So, ich dachte, jetzt wäre auch ein richtiger Zeitpunkt, euch mal zu sagen, warum ich heute eigentlich meinen Geburtstag feiere. Also normalerweise sagen Leute, das bringt eigentlich Unglück. Aber in Irland macht man das ganz oft. Und am Dienstag, wo eigentlich mein Geburtstag ist, können meine Tante und Onkel nicht kommen, weil da haben die Arbeit. Also eigentlich ist es praktisch, heute zu feiern. Mann, bist du groß geworden. Irgendwelche Schuhe, die mich ganz groß machen, liebe ich. Papa und ich aber nicht, was ich sage. Was ist jetzt dein Plan, Amy? Also das letzte Ding, was wir hier nochmal für Deko machen wollen, also diese so Dinger aufzuhängen. Ich vergesse mal, wie die heißen. Die haben aber ein Limetta vorher. Limetta, Lametta? Keine Ahnung. Vorrangig bis jetzt erstmal. Via! Ja. Traust du dich? Komm, Amy, hilf mir mal. Nee, ich trau dich nicht durch. Komm, danke. Via, ist du jetzt abgesperrt? Okay. Wie gemein. Ja, und ich warte, mache ich mir erstmal hier so eine Twix-Schokolade. Hoffentlich funktioniert. Polnische Brille. Ich liebe es immer so, Maschinen zu bedienen. Und jetzt den Hebel nach rechts. Hoffentlich schmeckt es mir nicht so gut. Leute, ich habe keinen größeren Strohhalm gefunden. Ich weiß, sieht sehr affig aus, aber hoffentlich schmeckt es. Überraschenderweise ist es sehr gut. Schmeckt sehr nach Karamell. Das ist das Twix-Element, glaube ich, dabei. Also ich kann es empfehlen. Aaron und Scott sind jetzt da und wir wollen schon Kuchen essen. Uns ist schon ein Ballon kaputt gegangen. Falls noch einer kaputt geht, nehme ich das jetzt auf. Relax. Oh, jetzt ist Wasser aus meinem Wasser. Oh mein Gott. Okay. Und nochmal. Und? Ja. Yes. Da ist noch einer.
Sie will nicht. So, Geschwindigkeit. Happy Birthday! Danke. Happy Birthday, mein Schatz. Aber zumindest haben wir jetzt die schöne Tischdeko, die wir vorher nicht hatten. Wow! Wow. Guten Appetit! Bon Appetit! Eric, geben wir den Großen nicht schnell genug was. Bon Appetit! Der Ian ist auch schon ein Schad mit den Füßen, weil er keinen Kuchen kriegt. Oh, guck das an. Happy Birthday! Danke. Oh, das ist ja süß! So ein kleiner Kalender. Oh, Klamotten. Nirvana. Cool. Danke. Das ist sehr cool, Amy. Happy Birthday. Danke. Oh mein Gott. Periodic Table of the Elements. Wir sind alle da. Natürlich sind die Gase nicht, aber trotzdem richtig cool. All the periods. Das habt ihr super gemacht. Das hat die Ava sich so sehr gewünscht. Das habe ich schon mal gesehen. Das ist so cool. Da sind die ganzen Elemente, genau. Ja, aber die Gase nicht, weil es ist ja sehr schwer, Gase da reinzumachen. Genau. Sehr cool, gell? Ich mache jetzt erst einmal die Geschenke von Papa und Mama auf und am Ende zeige ich euch alles nochmal ganz genau. Oh, wie cool. So ein Stein. Oh. Als Herz, ne? Mhm. Schön. Nochmal nur ein Fit-Check. Aaron, Scott und ich wollten jetzt erstmal nochmal rausgehen, nochmal so ein bisschen im Garten rumrennen. Und ich wollte nicht mein schönes Outfit so schrecklich machen, deswegen habe ich mich ein bisschen mehr Cash angezogen. Hey Leute, mittlerweile ist es schon Dienstag, also mein echter Geburtstag. Und wir wollen jetzt erstmal eine Hüpfburg aufbauen. Aaron und Scott sind auch schon mal da. Sag mal, hi Aaron. Hi. Hi. Meinst du, die passt in dein Zimmer, Ava? Hoffentlich, kein Schatz. Also hier liegt auf jeden Fall schon mal was. Und Avi, kannst du da hinten, kannst du auf den Stecker drücken? Ja. Und das wieder anmachen, ganz in der Ecke. Und Avi? Sieht gut aus. Ja. Eigentlich wollten wir die draußen hinstellen, aber draußen seht ihr unschwer an der Mauer, regnet ohne Ende. Deswegen wissen wir uns jetzt hier zu helfen. Hallo Leute, Aaron und Scott sind schon wieder weg und Vivi will jetzt auch wieder raus. Ihr wollt doch immer meine Geburtstagsgeschenke sehen. Also dachte ich, mache ich jetzt erstmal einen kurzen Haul, aber nur nochmal eine Vorwarnung. Alle Sachen kommen nicht nur von meinen Eltern, ich habe ganz viele Tanten, ganz viele Onkel, die haben auch alles was geschickt. Also es ist nicht nur von meinen Eltern, wollte ich nur nochmal sagen. Aber das erste Geschenk, was ich euch schon mal zeigen konnte, also eher gesagt zeigen kann, ist hier mein Kühlschrank. Eigentlich habt ihr den schon gesehen und den einzigen Grund, warum wir den vorbestellt haben, ist, weil der war ein Sale und wir mussten auch ausprobieren, ob der funktioniert. Und das tut er. Ich mache jetzt kurz nochmal so einen Kühlschrank-Check. Also als erstes, was man sehen kann, ist, ich mag Capri-Sonne. Ich habe sie jetzt nicht sehr schön hingelegt, aber das ist egal. Ich mag sie halt. Hier drüben habe ich ja noch ein paar Cans Fanta. Ich fand die sah richtig cool aus, so Dragon Fruit. Und dann habe ich hier nochmal zwei Eistees. So, jetzt fangen wir jetzt erstmal mit dem richtigen Haul an. Und zwar hier, ihr wisst doch, ich liebe den Film Nightmare Before Christmas. Und hier ist der Theme Tune. Also ich dachte, das war richtig süß. Und das kommt schon, das ist richtig cool. Das hat mir meine Tante gegeben. Und zwar hier alle Elemente. Natürlich die Gase und Toxischen sind nicht da, weil das wäre sehr gefährlich. Aber sonst, alle anderen sind schon da. Also in der 7. Klasse haben wir dann Physik. Ich weiß schon, was ich dann mitnehmen werde. Ich habe mich da auch so gefreut, weil das habe ich dauernd auf TikTok gesehen. Und jetzt habe ich es einfach. Als nächstes haben wir dann immer so Organizer-Boxen. Die habe ich auch überall gesehen. Und die sind halt richtig, richtig süß. Und sehr praktisch. Hier haben wir dann nochmal. Ihr wisst doch, ich liebe Harry Potter und in den Herbstferien fliegen wir nach New York. Also, werden wir dann The Cursed Child sehen. Und zwar auf dem Broadway. Das ist so cool. Ich weiß nicht, ob du dich mehr gefreut hast oder Papa. Ich mich schon mal. Ich habe das Buch gelesen, ich habe es geliebt und jetzt sehen wir es auch noch auf Broadway. Übrigens, die Tasche ist auch richtig cool. Ich finde, die gilt als separates Geschenk. Die werde ich übrigens auch behalten. Hier haben wir nochmal einen Ringhalter. Ich habe nochmal meine zwei Lieblingsringe da drauf gemacht. Und ich dachte, das sieht richtig cool aus. Hier nochmal ein richtig cooles Buch. Und zwar The Girl Who Drank the Moon. Also ich habe das noch nicht angefangen zu lesen, aber da freue ich mich schon richtig drauf, weil
Sieht richtig cool aus. Und The Girls Are Jumping the Moon. Hört sich auch interessant an. Nochmal einen Frosch. Ich liebe Frösche, sogar sehr doll. Und ich habe ganz oft gesehen, wie dort so kleine Frösch-Kuscheltiere haben. Frösche-Kuscheltiere. Und eigentlich haben wir das nicht geplant, als Geburtstagsgeschenk zu machen. Aber es kam am 26. Und ich finde, alle Geschenke, die am Geburtstag kommen, gelten als Geburtstagsgeschenke. Und er passt perfekt auf meinen Kopf. Okay, das ist jetzt kein Witz. Ganz oft laufe ich einfach so rum. Ich weiß, es ist halt, ich finde es halt süß. Das hat mir jetzt meine Mutter geschenkt. Und dann nochmal so ein Herz. Ich fand den so süß. Und letztens lief ich einfach so kleine Steinchen. Also das werde ich jetzt erstmal zu meiner Kollektion machen. Hier ist meine sehr kleine Steinkollektion. Ich habe hier drin nochmal ein paar. Als nächstes hier dann nochmal so ein Kalender. Den fand ich auch richtig cool. Wir haben noch keine Batterien reingemacht, aber trotzdem. Und jetzt nochmal ein paar Inkbox-Tattoos. Ich hatte schon mal zwei davon. Die halten dann immer so 2 Wochen. Die sind nicht permanent. Und ich zeige euch schon mal die Designs. Wir haben hier No Face von der Anime. Dann nochmal Nirvana. Zero von Nightmare Before Christmas. Und Totoro. Jetzt nochmal 3 Gläser. Was ich hier reinmachen will, und zwar in meinem Zimmer dann unten, will ich hier kleine Snacks reinmachen. Und zwar, ich plane dann 1 Glas für Gesunde und dann 2 für Ungesunde. Ich hatte ja die Hoffnung, dass du es umgekehrt machst. Ja, wir gucken mal. Ich kann verstehen, dass du es so rum machen möchtest. Das hätte ich mit 11 auch gemacht. Jetzt haben wir nochmal hier ein Oculus VR Headset. Ich liebe VR. Ich habe das früher mal auf der PlayStation gespielt, aber es gab ganz viele Kabel und es war sehr unpraktisch und wir konnten es leider nicht sehr oft spielen. Aber das hier ist jetzt wireless, wie man es so schön nennt, und ist einfach viel praktischer. Ich blende euch jetzt hier nochmal ein bisschen Gameplay an, wie das so aussieht, wenn man es anzieht und wie nochmal diese virtuelle Welt aussieht. Ich wollte eigentlich in meinem Zimmer dann nochmal Fernsehen gucken können, aber ich einen Fernseher in meinem Zimmer haben, also haben mich meine Großeltern mit einem Projektor überrascht. Passend dazu nochmal einen Screen und ich zeige euch jetzt, warum der richtig cool ist. Das nennt man jetzt einen Tischscreen. Ich finde den richtig cool, weil den kann man ganz einfach auf den Schreibtisch stellen und wieder schön verstauen. Und guckt mal, was ich total cool fand. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das hat dann hier hinten so einen coolen Mechanismus. Wir drehen euch das mal um. Das wird dann hinten von diesen Armen so hochgehalten und dann kann man das einfach wieder reindrücken. Soll ich dir mal helfen, Avi? Ja. So, genau. Zack, und weg ist. Und das ist total leicht. Und dann kann man das nämlich einfach irgendwo hinstellen und verstauen. So, Leute, das war es jetzt nochmal. Dankeschön einfach an euch, dass ich meinen Geburtstag mit euch feiern kann. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Ihr Lieben. Ciao.